Hallo meine Lieben und willkommen zu einem Video von mir. Heute geht es um Water Tattoos, wie ihr euch sicherlich denken könnt, auch von AliExpress. Ich habe sie mir bestellt. Ich habe noch nie mit Water Tattoos gearbeitet. Ich habe einfach gedacht, ich probiere es mal, weil der Kostenfaktor ist nicht so hoch, dann ärgert man sich nicht, wenn man nicht damit zurechtkommt. Das ist so meine kleine Auswahl. Alles Blumenmuster und wir werden jetzt mit einem zusammen, ich habe uns das hier rausgesucht, werden wir zusammen einen Nagel machen. Nichts Besonderes, einfach nur, wie man es aufbringt, wie man es verwendet, also wie ich es verwende. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere Methode, die mir vielleicht gar nicht bekannt ist. In der Zwischenzeit packe ich gerade mal die anderen wieder weg. Ich habe, wie auch in den anderen Videos, mein Rondell schon vorbereitet, um das Tattoo aufzubringen. Wir werden das hier nehmen. Was wir brauchen, ist ein Wasserschälchen, eine Pinzette, ein Pferdefüßchen, um das Tattoo nachher auf den Nagel zu bringen, also fest zu drücken. Ich habe ein Aufbaugel jetzt einfach auf das Rondell gemacht, um Haftung zu haben. Das ist jetzt hier nur so ein 0815 Aufbaugel von Jollyfeen. Aufbaugel, klar, Expressline, das härtet unter LED in 30 Sekunden aus. Und das benutze ich ganz gerne, um mal eben schnell was zu zaubern. Wir brauchen noch eine kleine Schere, damit wir unser Motiv ausschneiden können. Ja, und dann kann es schon losgehen. Ich schneide jetzt einfach hier unser Motiv ein bisschen rundlich aus. Es wird jetzt nicht so 100 Pro auf den Nagel passen, nehme ich mal an, da ich ja, wie gesagt, nur mit diesem Rondell arbeite. Und man kann natürlich jedes Design individuell gestalten. Auf den Tattoos ist noch eine Folie drauf. Die sollte man abmachen, bevor man sie ins Wasser legt. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, weil ich es nicht gemerkt habe, dass da noch eine Folie drauf ist. Da könnt ihr es spiegeln sehen. Da ist sie. Und habe das samt Folie ins Wasser gehalten. Vor allen Dingen nicht das Tattoo ersäufen. Nur kurz ins Wasser, dass es einfach voll ist. Und dann lege ich das einmal kurz auf eine Küchenrolle. Und lasse es ein bisschen abtropfen, in Anführungszeichen. Und dann müssen wir einen Augenblick warten, bis sich das Tattoo von dem vom Träger löst. Jetzt löst sich schon. Dann nehmen wir einfach das Tattoo von der Trägerfolie ab und bringen es, platzieren es dort, wo es hin soll. Natürlich nicht so super schön jetzt, wie immer bei mir der Vorführeffekt. Wenn es schön werden soll, wird es nicht schön. Und dann nehme ich mir, also ich mache das so, andere machen das vielleicht anders. Dann nehme ich mir mein Pferdefüßchen und drücke das Tattoo überall an. So, dass es überall sitzt. Und so haben wir unser Tattoo mehr oder weniger schon aufgebracht. Es ist also kein Hexenwerk. Hier habe ich schon mal eins probiert. Und es ist halt noch in der Schwitzschicht, deswegen lässt sich es noch ein bisschen bewegen. Ich habe es auf einem angerauten Tipp probiert. Ich habe es irgendwie nicht zum Halten gebracht. Entweder bin ich zu dusselig oder die Folien halten tatsächlich nicht auf einem angerauten Tipp. Aber
Ja, wie ihr sehen könnt, ist es aber drauf. Also es ist wirklich, wie gesagt, kein Hexenwerk. Und ich finde, da sind zum Teil sehr, sehr schöne Motive dabei, wo man wirklich so ein bisschen, ich glaube, was jetzt im Moment so ziemlich gut läuft oder was gerne gemacht wird, sind diese Vintage Designs. Und ich finde da gerade so diese Rosenmotive und sowas sind also schon sehr toll. Und ja, sind so kleine Zeichentrickblümchen quasi. Hier haben wir auch wieder ein paar Rosen dabei. Hier sind etwas größere Blumen. Also es ist bunt gemischt. Und ich weiß nicht, schlag mich. Also das waren vielleicht maximal, wenn es hochkommt, 2 € für 50 kleine Motive jetzt hier. Ich finde sie zum Teil wirklich sehr, sehr süß. Hier sind ganz, 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 ganz kleine Rosen. Vielleicht könnt ihr es sehen. Das ist total süß. Das fand ich so mega. Hier so ein bisschen, ja, das ist eine Frau mit Blümchen drin. Ist jetzt nicht so der Oberbringer, aber gut, war halt drin. Hier finde ich auch, die finde ich auch total süß. Und auch die hier finde ich total toll. Sind halt nicht alles so Dinge, die den Geschmack vielleicht treffen, aber man kann, wie gesagt, vielleicht doch das ein oder andere damit machen. Da ist nochmal das schöne Motiv. Manches kriegt man auch doppelt, was nicht gar so schlimm ist, wenn es ein schönes Motiv ist. Hier hat man so eine schöne Schwarz-Weiß-Blume, sieht auch total toll aus. Und ja, also wie gesagt, ich finde die Auswahl bei AliExpress sehr, sehr toll und qualitätsmäßig kann ich mich jetzt nicht beschweren über diese Sachen. Hier haben wir noch mal ganz tolle Rosen. Und ihr habt ja schon in meinen anderen Videos gesehen, dass ich ja sehr viel mit AliExpress arbeite, mir viel bestelle. Und ich kann mich bis jetzt noch nicht beschweren. Ich finde es eigentlich sehr gut von der Qualität. Und für mich, für den Eigengebrauch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es in Ordnung. Ich versiegel jetzt einmal das Motiv, was wir, beziehungsweise ich gestalte jetzt quasi, ja, nee, ich versiegel das Motiv. Ich gestalte nicht einen Aufbau, ist ja Quatsch. Also manchmal erzähle ich auch ein bisschen Quatsch, das macht aber nichts. Also ich bringe da jetzt einfach ein bisschen Gel drüber. Und dasselbe machen wir bei dem Nagel, den ich schon vorbereitet habe, auch. Nicht wundern, wenn da irgendwelche Blasen oder irgendwelche sonstigen Dinge drin sind. Das ist nicht so schlimm. Dieses Gel benutze ich wirklich hauptsächlich hier für die Videos oder für irgendwelche Testtipps, um Dinge zu probieren. Und das benutze ich nicht mehr zu modellieren. So, jetzt haben wir das versiegelt. Das geht jetzt für 30 Sekunden in die Lampe, weil länger braucht das Gel nicht. Und ja, so einfach ist das. Also im Prinzip kein Hexenwerk. Man sucht sich ein Motiv aus, wenn man schon eine gewisse Idee hat, was man machen möchte. Man schneidet sich das Water Tattoo zurecht und tut es dann ins Wasser, nicht ersäufen, sonst geht das Papier nämlich auch kaputt. Dann tut man das auf eine Zellette oder auf ein Küchentuch ein bisschen aussaugen lassen quasi und dann warten, bis sich das Tattoo von der Trägerfolie gelöst hat, auf den Nagel bringen, versiegeln und dann sind wir fertig. Dann sieht das dann so aus. Und einmal wie gesagt, den Link zu AliExpress, wo man sich die Folien aussuchen kann, werde ich euch unten in die Infobox setzen. Ich setze euch, wenn ihr wollt, auch einmal das Aufbaugel Klar Expresslein von Jolifin in die
Infobox, sofern es noch gibt. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ja, und dann bin ich eigentlich schon fertig. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!